Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Landig TV. Ich begrüße Sie heute beim Spielsport- und Wasserpark in See. Ja, liebe Zuseher, neben mir jetzt der Raimund. Raimund, wo sind wir jetzt für unsere Zuseher und was machst du da? Ja, grüß euch. Wir sind hier in See, in Paznaun. Das ist die erste Gemeinde in unserem schönen Paznauntal. Und wir befinden uns am Eingang unseres Badesees, den wir letztes Jahr neu errichtet haben. Und was da alles genau ist, das erfahren Sie im Laufe der Sendung. Raimund, da am Badesee, der hat eine ganz spezielle Geschichte. Kannst du uns da was dazu sagen? Ja, vielleicht nur ganz kurz. Ein See hat natürlich, darum heißt er auch See, eine langjährige Geschichte. Es hat eine ursprüngliche Erwähnung gegeben, 1433, von einer Kapelle am See. Das ist jetzt hinter uns oben, wo die Kirche steht. Also die erste urkundliche Erwähnung war 1433 von einer Kapelle am See. Und es hat in der Geschichte wirklich hier, eigentlich genau in dem Bereich, wo wir uns jetzt befinden, einen See gegeben. Und was ist dann passiert? Wo ist der See hin? Es ist nicht genau nachvollziehbar. In der Chronik steht, dass er durch einen Geröllsturz oder Felssturz zusätzlich aufgestaut wurde und dann abgeronnen ist. Auf alle Fälle, die letzte urkundliche Erwähnung war 1433. Nachher hat man dann von einem See hier bei uns in See oder in Paznaun dann nichts mehr gehört und auch geschichtlich nichts mehr notiert. Und wie der Badesee entstanden ist, das erfahren Sie dann später. Ja, Raimund, zur Geschichte von dem Badesee kannst du uns da was dazu erzählen? Die Entstehung eines Badesees ist bei uns in See wirklich eine lange Geschichte. Ich kürze es ab. Es hat Ende 80, Anfang 90 eine Initiative gegeben vom damaligen und auch noch jetzigen Bürgermeister Toni Malaun. Man wollte da gegenüber auf der anderen Seite einen Badesee errichten. Hat aus verschiedenen Gründen einfach nicht funktioniert. Das Projekt wurde wieder ad acta gelegt. Und erst dann um die Jahrtausendwende hat der TVP, also der damalige Tourismusverband, das Projekt wieder aufgegriffen. Wir haben hier am Standort immer versucht, einen See zu bauen, hat an der Wasserqualität gescheitert, bis wir fündig wurden und da unten auf 35 Meter Tiefe bestes Trinkwasser in ausreichender Menge gefunden haben. Das Projekt ist dann gestartet worden, hat länger gebraucht, wie wir geglaubt haben. Man hat aber dann wirklich 2010 angefangen bauen, letztes Jahr in Betrieb nehmen können und heuer jetzt eigentlich die erste richtige Badesaison. Ja, Raimund, du hast gerade erwähnt, dass das Wasser von ganz tief aufkommt. Woher kommt es jetzt genau? Ja, noch einmal ganz kurz Vorgeschichte. Das Grundwasser, das wir hier am Grund gehabt haben, das war von der Wasserqualität einfach nicht ausreichend. Das hat zeitenweise gestimmt, dann wieder nicht. Wir haben teilweise Verschmutzungen gehabt durch Oberflächenwasser. Durch mehrere Prüfungen ist man draufgekommen, dieses Wasser kann man für einen Badesee nicht hernehmen. Wir haben dann Bohrungen durchgeführt und sind bei diesen, insgesamt waren es 4 Bohrlöcher draufgekommen, dass im unteren Horizont, also unter diesem Grundwasser, ist eine Lehmschicht unten ca. 6 Meter hoch und unter dieser Lehmschicht haben wir unter gespannter Erde, bezeichnet man das in der Fachsprache, ein riesen Wasserreservoir mit einer ausgezeichneten Wasserqualität. Das kommt fast mit Eigendruck auf, das heißt, wir müssen gar nicht mehr viel pumpen. Wir haben aber für die Speicherung unseres Badesees 2 Pumpen eingerichtet und holen das Wasser, das wunderschöne, gute Wasser aus 35 Meter Tiefe herauf. Raimund, du hast da ganz ein spezielles Gerät. Was machst du jetzt mit dem? Das ist unser Wassertestgerät von WTW, also die Crème de la Crème der Prüfgeräte. Auch die Behörden prüfen mit diesem Gerät. Wir tun mit dem Gerät täglich 2 bis 3 Mal die Wassertemperatur messen, den pH-Wert und den Sauerstoffgehalt, was einfach wichtig ist für die Qualität unseres Wassers. Und heute machen wir es einmal ganz genau. Der Raphael, mein Sohnemann, fährt mit unseren Dioden hinaus, dass wir ein bisschen weiter draußen sind, legt sie ins Wasser und dann können wir euch ganz aktuell den Temperaturwert sagen. Geht schon, Raphael, kannst du schon ins Wasser geben. Was ist jetzt so die Standardwassertemperatur bei? Wir haben momentan bei diesen schönen Sommertagen eine Badetemperatur von 22, 23 Grad. Heute haben wir aufgrund der Erwärmung einiges an Frischwasser zugegeben. Das heißt, wir haben relativ gut gepumpt und haben jetzt einen Wert, wenn ich das zeigen darf, Katharina. Wir liegen bei
21,7 Grad, also 22 Grad, absolut schöne Badetemperatur. Zum Erklären, ein Badeteich ist kein Schwimmbad, das ist nicht so einfach, da muss man wirklich ein bisschen drauf schauen, dass die Temperatur auf der einen Seite nicht zu kalt ist, schlecht für die Badegäste, auf der anderen Seite ja nicht zu warm. 24, 25 Grad sollte die Wassertemperatur nicht übersteigen, weil man einfach für das ganze Gewässer einen bestimmten Haushalt braucht und wenn wir da über 24 Grad sein, so fein es für die Badegäste ist, aber dann geben wir über unsere Pumpen immer Frischwasser zu, dass einfach die Wasserqualität wieder sauber und gut ist. Also immer ein Besuch wert. Nun geht's ab in die Werbung. Wir warten hier auf Sie. Ja, Raimund, wir befinden uns jetzt beim Kinderbereich. Was gibt's da zum Sagen? Auf unseren Kinderbereich sind wir ganz stolz. Ist ein Juwel der Anlage. Das Kinderbecken, eine wunderschöne Größe, allerdings nur 60 cm tief an der tiefsten Stelle. Kann separat entleert werden, daher vom Hygienischen immer super zu bewirtschaften. Für die Eltern auch relativ einfach. Die Kinder haben einen flachen Bereich, es ist nirgends gefährlich und rundherum natürlich wunderschön der Kinderspielplatz angelegt. Danke dir, ganz super Sache. Ja, liebe Zuseher, neben mir jetzt die Christine. Christine, ihr betreibt da einen Kiosk. Von wann bis wann habt ihr offen? Von 10 bis 19 Uhr. Täglich? Ja, täglich. Bei gutem und schlechtem Wetter. Und ihr habt auch einen Verleih. Was gibt es jetzt da alles zum Ausleichen bei euch? Sonnenschirme, Liegestühle. Sie sehen den nächsten Beitrag. Ja, Raimund, ihr habt einige Neuerungen für nächstes Jahr geplant. Was steht da alles an? Ja, nicht nur für nächstes Jahr, teilweise auch noch heuer. Wir stehen mit unserer Badeanlage oder wie wir uns offiziell bezeichnen als Spielsport- und Wasserpark in See. Natürlich erst am Anfang. Gerade da, wo wir uns jetzt befinden, gibt es eine Brücke mit Widerlagern links und rechts, eine Holzbrücke über den See, dass man vom Kinderspielplatz bis zum Kiosk nicht mehr so weit zum Gehen hat, dass man nicht rundherum laufen muss. Dann gibt es natürlich noch die ganzen Stege. Wir haben insgesamt 5 Stege geplant. 2 davon möchten wir heuer noch fertigstellen. Glaube ich auch, dass wir das noch schaffen werden. Die restlichen 3 dann erst nächstes Jahr im Frühjahr. Und was wir natürlich noch unbedingt machen wollen, ist der Landschaftsteich im vorderen Bereich unserer Anlage. Das ist ein kleiner Teich, der dann rein auf Biotop aufgebaut ist. Das heißt, es ist nicht ein See zum Baden. Der ist ca. 800 Quadratmeter groß mit der Wasserfläche und ist dann wirklich nur gedacht als Rückzugsfläche für Amphibien, Wassertiere, Fische dann auch in Folge und vielleicht rundherum noch ein bisschen Liegewiese, eine kleine Hütte wird es dort unten geben. Ein kleines Paradies zukünftig, so glauben wir dann, für Fischer und einfach Leute, die ein bisschen Ruhe und Erholung wollen. Da habt ihr jede Menge vor. Ja, Raimund, jetzt für unsere Zuseher, wenn jemand Interesse gekriegt hat, euch zu besuchen, von wann bis wann seid ihr da? Unser Wasserpark ist also täglich geöffnet von 10 bis 19 Uhr, Badebetriebszeiten. Leute, die früher schwimmen gehen wollen, auch schon zeitig am Morgen, haben jederzeit freien Zutritt, ist überhaupt kein Problem. Kiosk, unser Anleger, ist aber offiziell geöffnet von 10 bis 19 Uhr und das jeden Tag ohne Ruhetag, außer bei absolutem Schlechtwetter. Wenn es jetzt regnet oder wirklich schlechtes Wetter ist, dann haben wir nicht offen. Danke dir. Und was sagst jetzt du dazu? Der Spielsport und Wasserpark, der ist so gut und so cool. Also wir vom Badeseen sehr sagen herzlichen Dank für das Kommen, Landeck TV. Und unsere Mädels, die Kiddies, verabschieden sich mit... Vielen Dank, bis bald sehr! Ja, liebe Zuseher, wie Sie sehen, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Ja, und zum Schluss gibt es noch eine Sonderanlage draußen am See. Der Sohnemann macht einen Frontflip. Jawohl! Hat man das gesehen?